Grüß Gott, liebe Zuschauer. Wir fahren heute mit der Reihe der FS-Videos zu finanziellen Themen fort. Vorab eine Info zu diesem Kanal selbst. Das letzte Video wurde erst mit einer Verzögerung von einem Tag veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob dies nur ein technisches Problem war, also von YouTube war, oder auf eine verschärfte Zensur hingearbeitet wird. Jedenfalls habe ich zusätzlich zu meinen Kanälen auf YouTube und BitChute nun auch einen Odyssey-Kanal aufgemacht. Alle meine Videos sind auch dort zu sehen. Sollte mein Kanal geschlossen werden und ihr länger nichts von mir hören, dann findet ihr meine Videos auf BitChute und vor allem, also auf BitChute nur ein Teil und vor allem auf Odyssey, da sind alle. So viel vorab. Kommen wir zum heutigen Video. Also, nachdem wir schon in früheren Videos über die Frage gesprochen haben, woran man einen nur inszenierten und vorgetäuschten Befreiungsschwenk erkennen kann, gibt es dazu eine wesentliche Ergänzung, über die wir im heutigen Kurzvideo sprechen. Wir schauen uns dazu erst nochmal diese einfache Darstellung da. Wir hatten ja erklärt, dass die Hochfinanz ist entstanden dadurch, dass jetzt seit über einem halben Jahrtausend fortlaufend Zinsgeld zirkuliert wurde, also der Kapitalismus die Wirtschaft übernommen hat. Und was beinhaltet, dass eine automatische Vermögensumverteilung von unten nach oben stattfindet, sodass sich das Kapital, also das Geld, immer mehr oben ansammelt, wodurch dann diese Hochfinanz entstanden ist, die dann über die zunehmende Verschuldung der Staaten auch Kontrolle über die Regierungen gewinnt und dann also über Konzerne und Regierungen herrscht, also über Kapitalismus und Kommunismus herrscht. Wobei die Kontrolle über die Regierung bedeutet, dass wenn ein Staat kommunistisch wird, dann hat sie die totale Macht. Deswegen ist der Kapitalismus im Endeffekt nur ein Werkzeug für die totale Herrschaft über den Kommunismus. Und beide Konzerne und Regierungen arbeiten im Grunde zusammen bei der Zerstörung des Mittelstands. Also soweit das nochmal. In den letzten vor allem 1,5 Jahrzehnten, in Deutschland praktisch ungefähr seit der Amtsübernahme von Frau Merkel, wurde in Deutschland und weltweit der Kommunismus besonders vorangetrieben. Die Regierungen bekamen immer mehr Macht, den einfachen Bürger zu kontrollieren, und dem Mittelstand wurde das Leben immer schwerer gemacht. Gleichzeitig haben sich vor allem seit der 2015 einsetzenden und bis heute anhaltenden Migrationskrise immer mehr Kräfte organisiert, uns gegen unsere zunehmende Entrechtung zur Wehr zu setzen. Und vor allem seit Beginn dann der Viruskrise letztes Jahr wachen auch immer mehr Menschen in Bezug auf das Geschehen zu unserer Entrechtung und Versklavung auf. Dadurch wird es für die Hochfinanz immer mehr zu einer Option, bei Bedarf einen politischen Schwenk zu veranstalten, durch den wir angeblich vom tiefen Staat und der Fremdbestimmung durch den Staat befreit werden sollen. In den USA konnte man beobachten, dass man Trump mit einer Mehrheit der Stimmen die Wahl verlieren ließ, sodass aus dem Hintergrund heraus die Möglichkeit besteht, jederzeit das Regime zu wechseln, sobald dies für die Hochfinanz vorteilhaft erscheint. Es wird dann einfach der Zeitpunkt sein, wo es dann angeblich erst geht. Es steht also im Prinzip alles bereit für eine inszenierte, vorgetäuschte Befreiung vom tiefen Staat, die man als Ass im Ärmel der Hochfinanz verstehen sollte. Sie wird dieses Ass möglicherweise als letzte Möglichkeit ausspielen, ihren tiefen Staat noch zu retten oder zumindest so viel wie möglich von ihrer Agenda zur Errichtung einer zentralen Weltregierung zu retten, falls sie auch ihren tiefen Staat opfern muss, was durchaus sein kann. Heute besprechen wir also einen weiteren Punkt, an dem man wird erkennen können, dass ein solcher Schwenk von der Hochfinanz angeführt würde, beziehungsweise dass sie immer noch mittendrin ist in der Ausübung globaler Macht. Man sieht an dieser Tafel, dass es eine Sache gibt,
auf die die Hochfinanz nicht verzichten kann, egal in welche Richtung sich die Lage auf Erden entwickelt. Sie kann nicht auf diese Dialektik von Kapitalismus und Kommunismus, beziehungsweise auf die Zerstörung des Mittelstands mit Hilfe von Kapitalismus und Kommunismus verzichten. Sie braucht Kapitalismus und Kommunismus als Waffe gegen den Mittelstand. Wenn sich der Mittelstand aus der herrschenden Umklammerung befreien, frei wirtschaften und erblühen und wachsen kann, dann wird dies gleichbedeutend sein mit einer konkreten Befreiung der Menschheit vom Joch, das uns die Hochfinanz über Jahrhunderte immer mehr auferlegt hat. Wenn es demnächst also tatsächlich einen Schwenk in Richtung einer angeblichen patriotischen Befreiung der Menschheit geben sollte, einschließlich einer angeblichen Befreiung Deutschlands mit angeblicher Souveränität und allem, was dazugehört, dann ist es die Entwicklung des Mittelstands, also die darauf folgende Entwicklung des Mittelstands, an der man am schnellsten und klarsten erkennen kann, wie gründlich ein solcher Schwenk wirklich unserer Befreiung dient oder wie sehr. Bei einer echten Befreiung müsste die Macht der Konzerne beträchtlich abnehmen, die Kontrolle und die harte Besteuerung durch den Staat stark zurückgehen, der Mittelstand sich befreien und wieder erblühen und wachsen. Die beiden müssen einfach schwächer werden. Sonst ist der Schwenk nicht echt. Wenn dies nicht der Fall ist, wenn es also eher eine weitere Zunahme der Steuerlasten, zum Beispiel unter dem Vorwand hoher Staatsverschuldung, gibt, wenn die Konzerne noch mehr Macht ausüben und oder der Staat noch mehr Kontrolle, so sind dies eindeutige Anzeichen dafür, dass die Hochfinanz hinter einem solchen Schwenk steht und ihre Versklavungsagenda weiter vorantreibt, trotz der angeblichen Befreiung. Jene, die tatsächlich glauben, wir würden dann von oben befreit, möchte ich dringend bitten, gerade im Moment der angeblichen Befreiung besonders kritisch zu hinterfragen und die Dinge, die nicht in das Bild der Befreiung passen, nicht einfach auszublenden, gerade im wirtschaftlichen Bereich. Wenn euch Dinge seltsam und unpassend vorkommen, dann nehmt sie wahr und denkt darüber nach. Ich halte es allerdings auch für gut möglich, dass die ganzen Berichte darüber, dass jetzt die Patrioten bereitstehen, die Macht zu übernehmen und das alles nur eine Frage der Zeit ist, dass das alles wie bisher auch schon nur eine einzige Hinhaltetaktik darstellt. Erst hat man 4 Jahre lang unter Trump darauf gewartet, dass der Sumpf trockengelegt wird. Und jetzt wartet man immer noch darauf und verbreitet, dass alles für den Wandel bereitsteht. Die Hochfinanz hat auch weiterhin die Option, diesen Wandel entweder zu inszenieren oder auch weiterhin als ein leeres Versprechen über alternative Kanäle zu benutzen, um all jene hinzuhalten, die auf diesen Schwenk hoffen, also die auf Q, Trump etc. hoffen. Wenn sie weiterhin geradezu auf das Ziel der totalen Diktatur zusteuert, besteht für sie die Gefahr, dass zu viele Menschen aufwachen, sich formieren und dann einen Schwenk organisieren, den sie nicht mehr steuern kann. Wenn sie den Schwenk also selbst inszeniert, muss sie viele Dinge, die sie nicht will, gewähren lassen, um den Anschein zu wahren, dass eine tatsächliche Befreiung stattfindet. Also ein gewisses Maß an tatsächlicher Befreiung wird auch stattfinden. Daher wird sie den Schwenk so lange wie möglich hinauszögern und weitermachen, solange sie auch ohne Schwenk bei der Errichtung ihrer totalen Diktatur, so wie bisher, weitere Fortschritte erzielen kann. Und wenn sie den Schwenk macht, wird er das aus ihrer Sicht für sie geringste Übel darstellen, das ihr noch die meisten Optionen lässt, ihre Agenda der Errichtung einer globalen Diktatur weiter voranzutreiben. Es ist also die Hochfinanz, die entscheidet, ob und wann ein Befreiungsschwenk stattfindet, nicht irgendjemand anders. Dennoch wäre ein Schwenk ein Anzeichen, dass wir Fortschritte gemacht haben. Wir sollten dann nur trotzdem unbedingt im Auge behalten, dass trotz aller möglichen Befreiungen, die dann stattfinden mag, die Hochfinanz auch weiterhin die Zügel, vor allem die Zügel, die wirtschaftlichen Zügel und das Geld in der Hand hält.
Und das, wie hier herausgearbeitet, sicherste Anzeichen, dass sie weiterhin am Drücker ist, besteht in der weiteren Entwicklung des Mittelstands. Wenn der Mittelstand weiter hochbesteuert oder sogar verstaatlicht wird und weiter Boden gegenüber den großen Konzernen verliert, ist dies ein sicheres Zeichen, dass die Hochfinanz immer noch fest im Sattel ist. Meine aktuelle Vermutung wäre, dass sie diesen Schwenk noch bis 2022 hinauszögern und der Schwenk dann auch zum Ende des globalen Tiefenstaats führen wird. Der Krieg gegen den Mittelstand wird dann weitergehen und auch weiterhin auf unsere Verarmung abzielen. Unsere Drangsal dürfte also nur eine andere Form annehmen, politisch leichter, dann mit mehr Freiheiten, aber wirtschaftlich weit schwerer als bisher. Das ist an dieser Stelle schon das Wesentliche, auf das ich in diesem Video hinweisen wollte. Die zentrale Bedeutung des Mittelstands für unsere Befreiung und für die Wahrung unserer Rechte ist der Grund, warum wir, also Kurt Ostwald und ich, seit geraumer Zeit verstärkt Videos zum Thema alternative Wirtschaftssysteme und zum zinsfrei fließenden Geld machen. Ich sehe an den Klickzahlen auf YouTube, dass wir noch nicht das richtige Format gefunden haben, das mit wirklichem Interesse aufgenommen wird. Möglicherweise sind die Videos mit 1,5 Stunden auch einfach nur zu lang. Ich überlege daher, mir die Arbeit zu machen, die wesentlichen Aussagen aus solchen Videos komprimiert zusammenzufassen, also zusammenzuschneiden und diese Kurzvideos separat zu veröffentlichen. Schreibt mir also bitte mal zu dieser Sache unten eure Ideen, Fragen und Wünsche zu diesem Thema und welches Format ihr für interessant haltet. Und dazu die Frage, zu welchen Themen ihr euch weitere Videos von mir wünscht. Ich habe seit Jahresanfang weniger Videos gemacht, einmal weil ich sehr in das Schreiben des Silmaril-Buches vertieft war. Teil 2 kommt übrigens demnächst raus. Kündige ich dann noch an, weil die wichtigsten Dinge in meinen Videos eigentlich schon gesagt sind und zum Zweiten, weil es Zeit wird, dass wir alternative Lösungen voranbringen. Wenn ihr im Zusammenhang meiner Bücher und bisherigen Videos noch Themen vorschlagt, die mich inspirieren, werde ich Videos dazu machen. Ich habe in diesem Jahr nicht mehr so viele Bücher verkauft wie im letzten Jahr, sodass die Einnahmen aus dem Buchverkauf nicht mehr für die Lebenshaltung reichen. Wer meine Arbeit schätzt und die Möglichkeit hat, also wirklich nur der, der die Möglichkeit hat, meine Arbeit zu unterstützen, über deren Unterstützung würde ich mich im Moment besonders freuen. Das war es wieder für heute. Klickt auf Gefällt mir, teilt das Video und abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und denkt immer daran, wir können in der Welt nur bewirken, was in uns ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, muss zuerst in unserem Geist Frieden sein. Macht's ganz gut, bis dahin.